So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, richtig, wir hatten... Richtig, ein Stück Metall gesucht. Nein, Moment. Metall. Nein, was zum Klopfen. Was weiß ich. Ja. Er hat was von Leck gehört? Ja. Familie Leck, Frau Wilma Leck, ja. Ich kann kein Französisch. Auf jeden Fall, sie haben Appetit und Neugier im Gepäck. Ei, Leckerei. Also ich hab... Okay, der Witz kommt jetzt schleife. Vergessen wir das einfach. Hier wage ich nichts mehr hinzuzufügen. Bitte nehmen Sie Platz. Stimmen passen immer perfekt. Ellie wieder! Heimische Kost! Die Bulette mit Senfberg! Herrlich. An mir den Gaumen mit etwas exotischen Aromen verwöhnen, werde Gäste. Schön. Chef Cousien, was auch immer. Die Vorspeisen, Silvius Place. Oder so. Sieht aus wie ein Steak mit Ei oder so. Also ist in der Mitte ist das Ei, das oben rechts ist orange, ist das Ei, das ist in der Mitte das Fleisch. Und natürlich, und das oben links ist, keine Ahnung, grau. Seewalz-Konserve an Anemonen-Konfitüre. Hey, dann war ich mit Ei ja gar nicht so weit daneben. Es ist halt nur Konfitüre statt Ei. Ich mach lieber ganz schnell weiter. Ein Herdenweide wie die Tiere des alten Hirten Neptun auf dem unendlichen Grund des Ozeans. Stimme passt total zu ihm. So habe ich ihn bestimmt auch beim ersten Mal gesprochen, hm? Das Meer erfüllt all unsere Bedürfnisse. Was sagen Sie nun? Offen gestanden sind wir mittlerweile ein bisschen verwöhnt, was kulinarische Experimente angeht. Ich habe immerhin den Topfinhalt eines venusianischen Schamans gesehen. Dagegen scheint mir dieses Gericht beinahe ein wenig fade. Pappel ab! Aber Hunger! Alles rein damit. Nun, seien Sie ganz offen, Herr Leutnant. Uninspiriert! Mäßige Textur! Ledig aufgesetzte Note! Originalität! Kurz, gewöhnlich! Schön. Gewöhnlich? Gewöhnlich? Ha! Ich werde dir etwas bieten, das die Exklusivität meines Lebensstils zu lehren weiß, verehrter Sir. Maître, den Hauptgang, aber diesmal mit mehr Esprit. Sieht aus wie Tomatensuppe. Delfinleber an Walmilchcreme auf einem Zuckerbett aus Ledertang. Ich meine, das Gericht hilft ihnen, die gewöhnlichen Aspekte des Essens zu vergessen. Zucker nicht mal! Mit der Wimper! Schatz, das ist doch keine Mutprobe. Kapitän Nemo möchte uns lediglich. Genug, ich lasse ihn etwas vorsetzen, das seinesgleichen sucht. Schön. Ich fürchte, wir sind in einem Überbietungswettbewerb zweier Dickköpfe geraten. Petre, das Spezialmenü für unsere Gäste. Was ist das? Ein sich bewegende Chili? Nein, das, ich glaube, das eine soll ein Tentakelarm sein, das andere, keine Ahnung. Und Güdiger, was ist das? Frischer Fang, ja, ich hatte recht. Auf einem Gewürf von fadenscheinigem Herumgealge? Oh. Siehst du etwas sprachlos, Leutnant? Verstetig, das auch nur anzuhören, Schatz. Ich küsse dich seit 3 Wochen nicht. Greife nicht! Vor allem Happengeringe! Na, nun bin ich aber gespannt. Moment, Herr Ritterin, wenn schon diesen unabhängigen Wettbewerb veranstalten, verlangt es der Spaßgeist natürlich, dass auch Sie daran teilnehmen. Mon Dieu, Sie verlangen doch nicht ernsthaft diesen Tellermonstrität ebenfalls eins überleiben. Ja, ich, also, nun gut, dasselbe beginnen, Mademoiselle. Bissen um Bissen! Und Hans, hab, und Hans um Hans, hm? Habs um Habs. Liebster? Sehr plötzlich! Alles fleckig! Der Herausforderer hat seinen Zug gemacht, Herr Kapitän. Das ist es an ihn.
Fischeihahn, vielleicht nur ein saugnapfige Größe. Nicht ins Kursfischglas! Denk sie nicht an meinen Rand! Weiter! Deck still! Schön, ich mag seine Spiele. Was für ein würdiges Gastmahl uns der Herr Leutnant nur wieder beschert hat. Am liebsten ist einfach nur ein wenig. Na, wir kennen ihn ja. Ach, und schon wieder nicht aufgegessen. Ja, also unsere Wettkämpfer an Ausschau halten. Kurz darauf sind sie ja überrascht. Sie sind an Bord, wo sie hin wollten. Geht's Ihnen wieder besser, Kapitän? Kapitän geht auf seinem Schiff immer gut, was mir selten. Fangarm. Pardon. Oh, ein Fischfutterautomat. Was mit Nerven, was in Ruhe? Ja. Genießen Sie die Aussicht, Herr von Magwitz. Wie? Ah, ja, Bettwetter. Konnte unmöglich länger unter Deck bleiben. Das geht hier wieder besser, Schatz. Wie nicht schlecht. Und nur auf dem Sonnendeck. Sonnendeck verlieren. Komm einfach wieder mit. Ah ja. Okay. Zensur. Zu faul, eine eigene Textur zu machen, würde wohl eher sagen. Trüller, was war draußen für mehr? Alles, hinter mir, oder ist es geschehen? Brücke, Nautilus ist in höchster Gefahr. Schnell sie auf einmal wieder gut geht. Kapitän! Alle Fragen, alles an die Posten! Gut tauchen, die Führer 30 Grad, Schiene volle Kraft! Alles! Das Platz ist eine Bombe auf das Deck! Ach. Bomben. Ja, es ist sehr steil, sehr schön auf den Grund zu, Herr Kapitän. Nautilus, muss tiefer gewinnen! Tiefwasser zeigt 50 Meter an, 75 Meter, 100 Meter. Er bietet mehr. Ich bin 200 Meter weit. Ah, das ist das metrische System. Sehr fortschrittlich. Vielleicht nicht gerade jetzt, Herr Professor. Und das 50 Meter. Die werden ab. Was werfen denn die für Bomben, Mensch? 250 Meter. 350 Meter. Wie tief ist es hier eigentlich? Grundkontakt. Sehen Sie mir bitte die Unannehmlichkeiten nach, die ich Ihnen bereiten muss. Aber die Flugapparate sind gefährliche Gegner für ein Boot. Hätten wir einen Moment gezögert, wären wir in geringerer Tiefe ein Opfer der Bombardierungsgeschosse geworden. Ah ja, ein toller Galopp! Für wahr, ein Ritt in die Tiefe und hier sollten wir vorerst sicher sein. Ja, wenn man vor diesem Riss im Fenster, das natürlich total toll ist, bei, keine Ahnung, 400 Meter, wo wir es zwischen sind. Scheinen wir uns ordentlich in den Schlickgebohr schicken, Kapschellen. Ich sehe es, Nautilus zurücksetzen, aber vorsichtig. Das funktioniert natürlich problemlos. Auto ist jetzt fest. Mach mal dir so eine Sonnenbrille auf. Keine Ahnung. Dann müssen wir uns die Sache von außen beschreiben. Bescheinigen wollte ich jetzt sagen, warum auch immer. Ihr Gäste, da ist ja mein Offline, der die Grenzen der Erfahrung sprengt. Kommen Sie. Finde ich auch irgendwann mal ein Stück hier entlang. Silvus Play. Oder wie auch immer man das ausspricht. Vielleicht biete ich Ihnen etwas, was noch kaum ein Mensch ein Auge erblicken durfte. Paten verloren! Hören Sie mir nicht, meine dramatische Kunstpausen, Monsieur. Wo war ich? Ha! Sag ich doch! Paten verloren! Lass ihn in Ruhe, Schatz. Du siehst doch, dass du ihn irritierst. Fahren Sie wieder fort, Herr Kapitän. Weiß ich, Mademoiselle. Ich bin die Möglichkeit, einen Spaziergang auf dem Grund des Meeres. Ja, mein Herr. Bei der ewigen Lauf in schweren Tauchanzügen bin ich mir wieder überdrüssig. Überdrüssig? Bleib einstellen! Wir sind schnell im Arbeitsgang. Erledigen! Wollen wir schließlich weiter? Lieb von dir, Schatz. Mich hätte so ein Unterwassergang auf einfach zu ermüden gewirkt. Ermüdend? Erlegt diese Kleinigkeit, mein Lieber. Sie hat mir bereits die neue Routine.
Routine. Wir ab! Zur Hausinspektion! Ich bin zielig zu wissen, wo die Tauchanzüge. Bereits gesehen! Ich sehe, er nutzt noch ein älteres Modell, Herr Kapitän. Das Modell? Das letzte Mal, dass ich Altreise kutschiere. Warte, Liebster, ich helfe dir mit dem Helm. Timmer! Autsch! Und aufhören, hier drin zu charlatieren! Wie soll denn das überhaupt gehen, hä? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim kleinen Aufflug, lieber Freund. Jetzt muss ich aber kurz mal schauen, ob das erst später kommt mit dem Klopfen. Ich bin mir sicher, dass das kommt. Nicht, dass ich eine Quest übersehe. Ja, und ich hab's scheinbar schon übersehen. Keine Ahnung, kann ich das jetzt noch lösen? Nein. Moment, Moment, war das jetzt nicht hier? Habe ich komplett los und falsch gelesen, mal wieder. Oder geht es jetzt nicht mehr? Das wäre natürlich jetzt total super. Darf ich mir das ganze Zeug nochmal anschauen? Noch früher. Noch früher, indem ich nochmal denselben lade. Ja, weil ich so toll bin. So, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, müsste es da drin sein irgendwo, also... Schraubschlüssel hatte ich schon mitgenommen, oder? Hä? Moment. Achso, die Sicht dreht sich ja. Denkt mir schon, hä? Kann denn da auch ein Fenster sein? So, ich glaube, ich habe die Komplettlösung mal wieder falsch gelesen. Meine Komplettlösung kann ich lesen. Mal doch! Etwas Feuchtigkeit und dem Niedervorrinnen zu sehen! Zum Glück habe ich den Schaumschlüssel dabei. Ich muss hier der Stelle einmal bleiben, Leutnant. Was soll bloß vorsichtig, Schatz? Ui! Warum ist das so dolle? Ein Leck! Ein Leck! Ein Leck! Meine Helden! Wartet, ihr Recken! Ich lasse mich reinfallen! Schange, wo bleibst du? Und nächstes gegen das Leck helfen können wir. Ich will ihn blockieren. Ist das ja alles echt schwimmen und treiben? Verbleibe, nein, nein, nein. Ja, toll. Nein. Warum denn nicht? Dem geht's doch gut. Ach. Moment, was sagt sie da? Verdammt. Was ist denn ausgerechnet was, dass wir gerade einen Überfluss haben? Müsste sich hier nicht irgendwann langsam eine Pfütze bilden? Select blockiert, das sind dann ungefähr die Erfahrungspunkte. Ah, na! Fiat! Kann man es natürlich jeder! Kein Geschehen. Dann lässt sie lieber geschlossen. Ah, schön. So, jetzt müssen wir uns das ganze Video nochmal anschauen. Sagt jetzt was Neues? Maschinenraum. Auch ein Maschinenraum immer Schraubenschlüssel hat, keine Ahnung. Komm ich drauf immer. Bob, ist verschwunden. Ist verschummt. Der von ganzem Herzen, dass ihr die Scheuschlüssel abgedicht habt. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Ja, man merkt direkt, dass da ein Ausrufungszeichen am Schluss ist. Oh, jetzt habe ich, glaube ich... Yeah, schauen wir uns das nochmal an. So wie damals in, Dingsbums, in den Karpaten. Ha, ich weiß es noch. Ich bin voll schlau. Und ich könnte wieder nichts dagegen tun. Ich bin so böse. Ja, ja, jetzt komm schon. Herrlich. Ja, ja, komm. Warum schwimmt da die ganze Zeit ein Fisch gegen die Fensterscheibe? Aus einem von diesen Dingsfischen, wo sie da immer so festsaugen an Glasscheiben. Da fehlt irgendwie doch das Dingsfell, das Löwenfell, über das sie jedes Mal stolpert, wenn er rumläuft. Ah. Bin mal gespannt, wer die Anspielung funktioniert, versteht man nicht. Aber schön, dass er immer rechts davon geht. Ich meine,
Wenn schon zwischen zwei steht, kann man unmöglich beiden das Essen geben. Weil geht ja unmöglich nicht. Komm schon. Schau mal vor. Ach ja. Ach Helen. Warum denn nicht den Schrank? Der ist sogar schon offen. Ja, den haben wir ja, glaube ich, aufgemacht, ne? Ach, herrlich. Wieder nicht aufgegessen. Ganz ehrlich, davon würde ich auch überhaupt nichts essen von sowas. Gemäß dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, ne? Also ja, machen wir es halt auch mal. Einfach, weil wir es können. Schön. Sowas habe ich auch vom Haus stehen. Für die Vögel halt. Der kotzt immer Vogelfutter. Ja. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf den Schmarrn komme. Passt schon. Alex, Alex. Was soll das überhaupt heißen? Können wir das mal erklären? Ja klar, nutzt, ich meine, wo nutzt man nicht das metrische System? Gut, in Amerika, aber... Ah, ich meine, bitte. Soll man von Amerika halten, ne? Können ja nicht immer Maschinen bauen, die richtig Zettel zählen können. Geschweige denn Bomben, die nicht ihre eigenen Leute niederbomben. Oder Waffen, die ihre eigenen Leute als Feinde anerkennen. Ja, es geht nicht raus. Es, als ob das jetzt irgendjemand überraschen würde. Ganz alter Kaffee, ja, ja, steckt fest. Kennen wir doch alle, es kommt doch jedem zweiten Spiel vor. Raumschiff landet, 1000 Aliens abknallen, Raumschiff kann wieder schaden. Ach ja. Herrlich. Ich glaube, das wird mich auch ankotzen. Ja, das wird mich wirklich ankotzen, solche Leute zu Dingsbumsen, ne? Ihr wisst schon, ne? Oh, wie lang ist denn das her, Liebster? Auf Taukang in die blaue Fluten gilt es, sich recht rasch zu sputen. Kenne, da einreim! Viel Vergnügen, mein Lieber. Bin gespannt, ob sie überhaupt noch Taten folgen lassen, Monseigneur. Ich hoffe, wenn man das richtig ausspricht. Steinglas die lieber geschlossen. Kann ich den nicht mitnehmen? Kann ich den Fisch nicht mitnehmen? So als Waffe? Ah, oh, ich habe einen tödlichen Fisch. Aha! Kein Wunder! Das Ding! Ich bin zurück will! Ist ja alles blockiert! Wegräumen, ganz rechts. Beim Aufsetzen auf den Grund hat die Nautilus ordentlich Geröll fabriziert und sitzt drin fest. Räumen alles weit weg, dass die Schleifspur des Schiffes in ihren ganzen Breite wieder frei ist, damit es zurücksetzen kann. Na dann! Hallo? Was denn nun? Fliegen oder schwimmen? Beides geht nicht! Oh, ich kann bei der Gelegenheit übrigens nicht speichern. Schwinde! Okay. Kann man das Vieh nicht auch irgendwie einsperren? Hier schiebt es was sicherheitshalber schön weit weg. Stein um Stein. Mauer ich mich ein. Ja. Draußen leuchtet das Licht. Da draußen. Also da ist draußen, ne? Also da oben. Hier, ne? Da. Da oben. Da leuchtet das Licht. Also draußen, ne? Nicht irgendwie drin, nein, draußen. Ob komm, verzisch dich, du Kackkrage. Ich hasse solche Nichtspielercharakter immer. So sind wir frei, da durch die Gegend laufen. Und wir laufen weiter, heiter. Ganz viel weiter, heiter, leiter, meiter, heiter, geiter, scheiter. Scheiße. Ich erkenne, kein Problem. Kein Problem, alles gut, alles gut. Alles ist gut.
von diesem riesigen Krake, die uns alle töten will, absieht und den merkwürdigen Fliegern oben, die uns alle töten wollen. Und keine Ahnung. Den nicht existenten Atomraketen jetzt. Ist schon wieder die Kacke gerade. Kackkrake. Kack, kack. Kracke, kack. Ach. Krakauer. Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hä? Keine Ahnung. Ja. Wobei, meine Zuschauer wissen gar nichts. Das sind. Doofi Brot. Verschwinde! Du störst! Mein Maschinengewehr, wenn ich es brauche! So, das ist noch weg und dann ist gut. Sinaus ist befreit, nun kann sie wieder zurücksetzen. Gleichheit! Yeah, 100 Erfahrungspunkte. So, ich laufe jetzt mal weiter. Ach Mann. Ich dachte, ich laufe jetzt weg. Ich will nicht mehr, ich laufe weg. Yeah, Techno. Erledigt! Wir können! Warte, ich helfe dir raus. Genau. Jetzt kann er! Sein Boot wird noch mehr flitzen! Vielen Dank, verpflichtet Monsignor. Nautilus wird sogleich ihre Fahrt fortsetzen. Ja. Massive Tauchhelme inzwischen selbst schon benutzt hast. Ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Wir sind voll geheilt. Ratet mal, was jetzt gleich passieren wird. Da kommen wir nie drauf. Es ist so total unauffällig. Da hatten wir ja schon alles leergeräumt. Mein See, machen wir jetzt wieder gute Fahrt. Ich hoffe, die weitere Reise verläuft schon ruhiger. Natürlich nicht. Warum habe ich überhaupt etwas gesagt? Ist das nur, steckt mir schon wieder fest. Yeah, Techno. Hoch mit den Händen und was auch immer. Seht einen Teufel, da! Spreche ich schon wieder anders als vorhin. Ungeheuerlich. Was greift da nach meinem Boot? Scheinfisch! Ja, Vertreter Molusken. Riesenhaften Ausmaß, die ich hinzufügen möchte. Eine Riesenkrake? Karl Marx, der nächste. Keine Krake. Sehen Sie, der Unterschied ist ja ganz einfach. Die Arme. Max Himmel! Total schneiden! Das werden wir, Monsignor. Jetzt gut und gehen Sie an das linke Kontrollpult. Bitte! Das Spielen. Vor ein Zeichen werden die verborgenen Kräfte der Nautilus gegen das Scheusal entfesseln. Verborgene Kräfte? Das Boot nutzt die elektromagnetische Mächte nicht nur für den Antrieb, Monsignor. Lassen Sie auch auf die metallene Hülle umleiten, um diesen Widersacher zu verjagen. Oho, ich bin da. Dann lassen wir den Fortschritt auf die Gestalt voll Fenster abfahren. Tourelement, also. Achso, Moment, steht hier Naturelement. Tourelement. Also mit Zeichen bestellen Sie Instrumente. Jetzt. Noch einmal, jetzt. So ein hartnäckiger Bursche. Na gut, dann eben mit größter Kraft. Auf mein Zeichen. Jetzt. Wofür muss er da ein Zeichen geben? Der skandalös, wie auch immer. Nichts auf dieser Welt ist in den Ladungsschlägen gewachsen. Das haben wir nur aufgesteckt. Überhaupt auch von der tentakelischen Natur, die Monstrosität lässt mich ganz anders befürchten. Da wurde nichts aufgeschreckt, das Biest wurde auf uns angesetzt. Sie meinen, allerdings, aufgrund einer üblen Züchtung unserer Feinde, sind ihre Waffen stumpf, Kapitän. Ein Strudel, sie klemmt mir mein Ruder. Bring das Überwasser zur Strecke. Auftauchen. Was mein Flugapparat, weil sie immer noch auf der Lauer liegt. Tag über voll! Fragen einstellen! In dem Standhals steckt ein toughes Herz, Monsignor. Sie haben Erfahrungen mit solchen Kreaturen? Kennt man alle? Ein Armwirbel Wesen? Kennt man alle? Zinsperon. Eilen Sie zur Luke und bringen die Beste zur Strecke, sobald Nautilus die Wasserfläche durchbricht. Hey, ich konnte doch laufen, bevor es dunkel wird. Aha, aufgelaufen! Dann wollen wir nochmal speichern. Und dann wollen wir mal ein bisschen was abschneiden. Biest! Sie überall! Sind wir im Wasser springen, müssen wir kämpfen? Nicht nötig, es kommt darauf. Ja. Sehr scheußlich! Was also unsere Meere entvölkert! Unsere Meere? Oh nein, ich hab da allergrößten Misstrauen, ob das eine heimische Spezies ist. Ob
Recht, Herr Rosa. So ein Tier wirkt verdächtig tentakelisch. Das war ein Tier. Schätzt wie das Wesen, besser nicht, liebe Freunde. Also, wir machen mal einschätzen. Und stampfen ist immer gut. Bomben gleich mal eine Gruppenheilung raus und Flammensturm. Ich bin die Folge nicht betroffen, ist geblendet. Oh, toll. Und Riesenkalmar. Fangmittel rechts, Element Wasser, belächelt Schusswaffen leider zurecht. Hoher Widerstand gegen Blinker und Co. Feuer und Donner, Schläge, jawoll. Feuer und Schläge. Ist geschockt. Feuer und Schläge, na dann bomben wir doch gleich mal alles raus. Und Flammensturm, jawoll. Ah, ich hasse diesen Zauber, ich hasse ihn. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ihn hasse? So, erstmal die Vergiftung aufheben. Das wäre das so nichts.